Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind immer noch auf dem Kreuzzug unterwegs. Ich habe noch ein paar Sachen versucht zu managen, offscreen, vorher. Zeige ich euch gleich alle. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir hier noch heilen, mit heiler Haut rauskommen. Oder eben auch nicht. Wir haben ein Bündnis geschmiedet. Durch diverse Heiraten mit Mitgliedern unserer Gegenfraktion. Ich habe also versucht, die jetzt erstmal hier durch Heirat rauszubekommen, weil ich mir jetzt gerade keinen Unabhängigkeitskrieg leisten kann oder einen Krieg um die Lehensautorität. Deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe versucht, ihn zu bekehren. Das hat er nicht mitgemacht, deswegen werden wir ihn einkerkern müssen. Ja, 77%, komm, das macht er mit, oder? Ja, okay, gut. Wird geschehen. Er hält ein schwaches Druckmittel gegen uns und konvertiert zum Katholizismus. Dann soll er das machen. Fallen schuldet er mir jetzt, okay. Dann zeigen wir mal noch diese Unabhängigkeitsfraktion, okay. Drücken die Daumen, dass das alles klappt. So, was machen denn unsere Verbündeten jetzt hier? Die laufen alle darüber. Wir wollen hier offenbar weitere Konfrontationen suchen. Und wollen jetzt aufs Wasser. Eine schwierige Gesamtsituation hier. Gucken wir uns das noch ein bisschen an. Okay, er ist in den Knast gewandert, das ist gut. Damit ist diese Fraktion nochmal deutlich kleiner geworden. Ist also keine echte Bedrohung mehr momentan. Jetzt wollen sie alle aufs Wasser. Okay, ja, dann geh nochmal hier hin. Ah, und weil wir jetzt an dem Kreuzzug teilgenommen haben, bekommen wir die Eigenschaft Kreuzritter. Mehr Kriegsführung, Kampfgeschick, mehr Meinung. Hervorragend. Okay. So, die Meinung ist tatsächlich wichtig. Der Papst muss uns auch mögen. Ich habe einen Komplott, also einen Beeinflussungskomplott beim Papst gemacht. 20% Erfolgschance nur, aber das ist gerade besser als nix. So, und du läufst jetzt wieder zurück. Okay. Dann können wir hier hingehen. So, was willst du jetzt machen? Wir müssen halt gucken, wo unsere Verbündeten so hinlaufen. Jetzt will er dann doch wieder aufs Schiff, oder was? Wer will da jetzt alles wohin? Wir können hier noch ein bisschen warten. Okay, ich glaube, jetzt können wir nicht mehr warten. Wenn die nämlich jetzt alle abhauen, müssten wir das auch tun. Wenn ich dann entscheide, es doch hier zu bleiben, dann bleiben wir auch. Und jetzt laufen sie auch wieder alle hoch. Eieiei. Befehlshaber befördert. Der Ruprecht kommt an unseren Hof, dann soll er das tun. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Das ist auch alles so unfassbar teuer, ne? Da geht so viel Kohle bei rum. Geschütztes Titelaberkennungsrecht. Der will das jetzt ändern. Also ich kann ihm das Herzogtum Nordgau nicht aberkennen. Das ist es doch, was er da jetzt mit durchsetzt, ne? Okay, da bin ich mit einverstanden, da komme ich mit klar. Ja. Was ist, wenn wir die Armee jetzt hier auflösen? Okay, pass auf, mach das einfach mal. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht.
ein feiger Akt, ja. Wir haben die Eigenschaft Kreuzritter verloren, aber hey. Das ist zu unübersichtlich hier unten. Wir müssen erstmal die Schulden loswerden und dann können wir immer noch Kreuzritter werden. Die Romilda will jetzt meine Affäre werden, auf keinen Fall. Naja, vielleicht holt er sich ja jetzt mal die Stadt, ne? Unser Bruder Andreas hat eine weitere Nebenlinie erschaffen. Wir können dir einen Vormund zuweisen. Nehmen wir meinen Hofarzt. Der ist ganz clever. Der behandelt mich nämlich irgendwie. Wir können jetzt diese... Wir können jetzt dafür sorgen, dass sich da jemand mit irgendeiner Krankheit infiziert. Wir können Leichen studieren. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass sich einer unserer Höflinge die Pest irgendwie zuzieht, oder was? Ja. Wir bekommen Anspannung und erhalten die Eigenschaft studiert Leichen. Aber was bringt das? Was bringt das uns? Ich glaube, sie bekommt ein würdevolles Begräbnis. Das muss sie dann auch erstmal genügen, ne? So. Wie sieht's hier aus? Truppenmäßig. Ja. Das war's hier unten mit dem Papst. Und wir haben ein neues Kind in der Dynastie. Nimm Benedikt, das ist ein guter katholischer Name. Ich glaube, das war's mit dem Kreuzfahrer her, ne? Ja, wir können unseren Sohnemann Adalhard den Dritten jetzt ausbilden. Dann machen wir das mal. Okay, er bekommt ein Kriegsführungstalent und Meinung. Wir können eine Jagd veranstalten. Lass das Horn erklingen. Mein Ratsspitzel ist gestorben. Okay, nehmen wir Ferdinand. Der hat immerhin einen 10er Wert und kann Komplotte stören. Ja, diverse Fraktionen haben sich hier wieder aufgelöst. Okay, mein Sohn Prinz Adalhard der Dritte ritt vor, um unsere Beute zu verfolgen. Ich folge ihm und als ich ihn erreiche, zieht er gerade einen Pfeil aus einem zu Boden gegangenen Bauern. Als er mich sieht, versteckt er den Pfeil hinter dem Rücken. Das war das Tier, Vater, wirklich. Sind gefährlich. Bald wird der Rest der Gruppe uns erreichen und eine Erklärung verlangen. Ein Jammer, dass das Tier euch beide getötet hat. Wir töten unseren Sohn. Oh Gott. Wer würde denn dann erben? Es wäre ja schön, wenn ich noch einen Sohn hätte, der das erben könnte, der halt keine Lippenpest hat, ne? Oder wir decken das auf, oder wir müssen es vertuschen, oder... Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Jagdteilnehmer mich hassen werden, ne? Guck mal. Ah ja, gut, das ist nochmal gut gegangen, ist klar. Ja, ich wollte jetzt auch nicht meinen Erben direkt hier loswerden. Und wir kehren mit 150 Prestige nach Hause zurück. Ist halt nicht gut, wenn das so kurz vor knapp halt eben passiert, ne? Ja, also... Erbrechtmäßig ist das momentan alles noch im grünen Bereich. Ich weiß nicht, können wir nochmal Kreuzritter werden? Wir könnten, glaube ich, nochmal Kreuzritter werden, ne? Aber wir brauchen einfach auch mehr Geld dafür. Wollen wir uns das einfach noch ein bisschen angucken oder wollen wir weiter Eroberungen betreiben?
Oh, hier, Schwaben und so ist alles unabhängig geworden. Das sind natürlich viel bessere Optionen für uns, ne? Wir könnten jetzt auch übrigens hier die Tempelritter aufstellen, oder was? Ah, so, sie sind im Krieg, okay. Ja, die sind auch im Krieg, okay. Die müssen wir also nicht aufstellen, offenbar. Ja, okay, also die Schwierigkeit sind vor allen Dingen finanzieller Natur, ne? Wir müssten halt hingehen und müssten zwei Königreichstitel halt schaffen. Also einmal Ostfrankenreich, den könnten wir jetzt übrigens schon schaffen. Und dann könnten wir noch das Königreich Bayern oder so zum Beispiel schaffen. Das mit ihm jetzt zu machen, ist echt nicht ganz so einfach. Wir können hier vielleicht übrigens noch eine... Ja, Relevanz. Warum ist das... Also, ja, dann sortieren wir bitte so rum. Ja, wir haben ihn halt noch nicht verheiratet. Das müssten wir halt echt noch tun, ne? In der Hoffnung, dass das alles irgendwie gut geht. Und auf der anderen Seite, ich kann schlecht hingehen und hier unten nochmal meine Armee hin verschicken. Also ich glaube, wir lassen dieses Kreuzzugsgedöns und versuchen stattdessen halt die Meinung mit dem Papst anderweitig zu pushen. Das hier, das wird nix. Das ist einfach, da ist einfach zu viel los, ne? Ja, es ist echt traurig. So, wo läuft er jetzt gerade hin? Der haut jetzt ab, ne? Um welchen Krieg geht's hier? Der will die vasalisieren. Vielleicht helfen wir ihm wirklich, indem wir die Hauptstadt einnehmen. Der hat halt auch wirklich nur diese eine. Das ist krass, ne? Guck mal. Woher hat er denn die ganzen Truppen? Das müssen Verbündete. Das sind ja nicht nur Verbündete, ne? Er selbst hat einfach mal 4000 Mann. Nur in dieser Grafschaft. Wie geht denn das? Ist das, weil das so eine. Ist das bei den italienischen Städten so, dass sie einfach so unfassbar viele Truppen haben? Das könnte ich mir ja fast noch vorstellen, ne? Tja, gute Frage, ne? Wenn wir da. Also wir müssen eigentlich die Kohle sparen momentan. Ich sehe da keine wirkliche Option, ne? Wir sparen jetzt erstmal einfach das Geld. Versuchen da unserem Ideal näher zu kommen. Ja, mach bitte hier den Ademar rein. Der mag mich ja immerhin auch. Wir haben einige Gefangene noch, die Lösegeld bringen können. Die behalten wir, glaube ich, mal, ne? Bleiben alle im Knast. Ich sehe das nicht ein, die rauszulassen, die ganzen Waldenser. Wobei, wir könnten verlangen, jetzt da er im Knast sitzt, können wir ihn im Knast bekehren. Dann wird er Katholik, ne? Ich meine, er ist halt der Herzog von Bayern und das wäre dann halt wichtig, ne, dass die halt wieder bekehrt werden, ne. Das war ja seine Mutter, die das regiert hat, ne. Die ist jetzt landlos. Die würde Geld geben.
wäre eine Möglichkeit, ne? Ein wahnsinniger Krieger, den wir übrigens hinrichten könnten. Wir erhalten Schrecken. Ja, den richten wir, glaube ich, mal hin. Den können wir auch hinrichten. Bringt uns ziemlich viel Geld, wenn wir den freilassen. Und Geld ist momentan wichtig, das brauchen wir. Die bringt uns einen Zehner, dann richten wir die auch hin. Und wir werden hier der Vollstrecker des Herrn. Richten diese ganzen Nordmänner und Nordfrauen hin. So. Hat enge Verwandte hingerichtet. Okay, bei ihm übrigens auch, ne? Das ist deine Erbin. Von der könnten wir ja dann eine Bekehrung verlangen, ne? Wir erhalten 20 Schrecken, setzen 101, erhalten Prestige, verlieren Anspannung. Das heben wir uns dafür auf, wenn wir nochmal irgendwie kurz davor sind, Kreuz der Niederlage, naja. St. Georg hat uns verlassen, St. Georg hatte nie eine Chance, ne? Katholizismus-Eifer ist gesunken. Prinz Ademar gewinnt Meinung von uns, das ist gut. So, wir haben 99 Punkte Schrecken, das ist doch ganz passabel, ne? Liebes Bläschen halt minus 5, aber ist okay. Das sollte zumindest doch dazu führen, dass die anderen alle buckeln, weil sie Schiss vor mir haben. Okay. So, jetzt die Preisfrage. Wann schaffen wir die neuen Königreichstitel? Meinung bringt uns das. Da bis zu 15 Meinung von euch gewinnen. Das sollten wir uns auch überlegen, ob wir das machen, dass wir ihn halt einfach irgendeinen. Ja, das bringt uns nichts. Es muss halt einer aus unserer Dynastie sein, ne? Aber dass wir ihm einen Mündel anbieten, ihm einmal Geld schicken, das wird auch eine Stange sein. 150. Okay. Gut. Dann drück mir mal die Daumen, dass wir das jetzt hinkriegen. So, einige Jahre später. Das Geschenk bleibt beim gleichen Preis, ne? Okay, also. Du kriegst ein Geschenk von mir. Du bekommst ein Mündel von mir. Wen nehmen wir? Prinzessin Elisabeth, die ist übrigens ziemlich umtriebig. Okay, pass auf, ich gebe dir das Ding hier für 15 Meinung. So. Jetzt muss er es annehmen, ne? Wie lange dauert das jetzt? Plus 5 pro Monat. Okay, so, wir haben 60 Punkte. Dann gründen wir Titel.
Und zwar einmal das Königreich Ostfrankenreich. Bam. Und dann machen wir... Was nehmen wir? Das Königreich Burgund. Oder das Königreich Bayern. Ich glaube mal, das Königreich Bayern ist vielleicht besser, ne? So. Und jetzt brauchen wir Geld. M72. Ja, wir brauchen... Also 12 können wir verlieren. Das sind aber 20. Das ist zu teuer. Okay, Nachbarn können zu Vasallen gemacht werden. Dann machen wir das doch mal. Holen wir uns ein paar Vasallen. Holen wir uns ein paar Vasallen. Ne. Der Graf Rudolf von Zürich, der arme Kerl, der will mich nochmal einladen. Ich muss mich gerade um wichtigere Dinge kümmern, es tut mir leid. Diese wichtigen Dinge haben was mit dem Heiligen Römischen Reich zu tun. Oh, aha. Unsere Königsmutter hat Ehebruch begangen. Naja, man ist nie zu alt für sowas, ne? Aha, fürs Erzbischof Gewert hat die Kultur gewechselt. Und die Nebenlinie von Köln wurde geschaffen. Ja, wir brauchen noch gerade Geld, ne? Verkaufen wir das Pferd. So. Okay, Leute. Unser Vorhaben, das Heilige Römische Reich zu gründen, steht kurz vor dem Abschluss. Wir bekommen dadurch die Fürstenwahl. Und nur Männer können Nachfolger werden. Wir haben insgesamt hier ganz gut die Punkte bisher erfüllt. Wir sind knapp drüber, 142 von 140 bei der Reichsgröße. Wir haben die Ruhmesstufe Illustre erreicht und können jetzt die Renovatio Imperii durchführen im Jahr 1020 des Herrn. Oh, die Kaiserkrone Karls des Großen. Steht sie Dieter, dem herpesgeplagten König, nicht wunderbar? Viel zu lange beanspruchte niemand das westliche Römische Reich für sich. Heute wird sich dies ändern, wenn ich Papst Innozentius hier im größten Gotteshaus in ganz Rom stehe. Umgeben von meinen Vasallen und dem Klerus. Wir sprechen unsere festen Gebete und Benediktionen ohne Stocken, bitten Gott, mich mit der Kraft und der Gnade zu segnen, um mein Reich entsprechend des göttlichen Willens zu regieren. Feierlich verleiht mir Papst Innozentius die Krone und Schwert und verleiht mir Krone und Schwert und trägt mir auf, für die gesamte Christenheit zu sorgen. Auf die anschließende Stille folgen aufbrabende Choräle, die erst vom wilden Jubel meiner Adligen übertönt werden. Endlich bin ich Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, von Augustus zu Karl dem Großen, zu Dieter. Ein Name mit ähnlichem Wohlklang. Paar historische Hintergrundinfos an der Stelle natürlich zu der Kaiserkrönung. Der Papst hat in der fränkischen Geschichte, also in der Geschichte des Frankenreiches, wie es ja dann später von Karl dem Großen eben als großes Kaiserreich regiert wurde, eine ganz zentrale Bedeutung, die man nicht vergessen darf. Und die viele Dinge auf jeden Fall schon im Vorfeld erhält, nämlich einerseits, dass bereits für die Absetzung der Merowinger
unter Pippin es wichtig war, das Einverständnis des Papstes einzuholen. Bereits da gibt es also so eine Verquickung der Herrschaft der späteren Karolinger-Dynastie mit dem Papsttum. Die Merowinger sind ja maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, das Frankenreich zum katholischen Glauben eben zu bekehren. Ne? Also das ging übrigens, das ist übrigens total witzig, es gibt viele Darstellungen, die den Chlodwig dann auch so im Sinne des französischen Nationalismus verklären, weil der Chlodwig ja, also der Chlodwig ist ja getauft worden, ne? Trat damit zum katholischen Glauben eben über. Und für einige markierte das so den so ein bisschen die diese mystische Geburtsstunde Frankreichs. Ne? Also jetzt, ich meine jetzt nicht des Frankenreichs, sondern eben Frankreichs. Und weil Frankreich natürlich ein katholisch geprägtes Land ist und dementsprechend auch, oder ja, auf jeden Fall eben mehrheitlich immer eigentlich katholisch war, lange Zeit, so langsam ändert sich das ja natürlich auch. Aber die Verquickung französischer Nationalität führte halt hier dazu, dass man in Chlodwig mit seiner Taufe so die Geburtsstunde Frankreichs eben auch gesehen hat. Die Macht dieser Merowinger verfällt im 8. Jahrhundert zusehends und tatsächlich sind die Hausmeier ja dann die eigentlichen Entscheidungsträger oder Machthaber in diesem Reich. Und Pippin der Jüngere, der schickt bereits um 751 einen Gesandten zu Papst Zacharias nach Rom. Und der möchte gerne wissen, wie die Königsfrage jetzt in diesem Merowingerreich geklärt werden soll, denn er hält sich ja eigentlich für den mächtigeren, also es gibt ja so, ich sag jetzt mal einen Putsch, ne, durch Pippin den Jüngeren. Und er möchte gerne aber die Einverständniserklärung des Papstes haben, um den Merowinger-König eben absetzen zu dürfen oder gefangen setzen zu dürfen. Und in den fränkischen Annalen wird es dann so überliefert, es sei besser, dass derjenige König wird, der dann auch die Macht hat, damit der nämlich für Recht und Ordnung sorgen kann. Ja, und damit auch die politische Ordnung in diesem Frankenreich nicht gestört wird. Und daraufhin setzt Pippin dann König Hilderich III. Ab und lässt sich selbst zum König ausrufen. Also wir haben schon in der Karolinger-Dynastie sehr früh so eine Verquickung mit dem Papsttum, wenn es um die Legitimation der Herrschaft geht. Damit ist dann, und das ist halt der nächste entscheidende Schritt, nicht nur die Herrschaft der Merowinger legitimiert, sondern es wird auch ein neues Band geknüpft oder ein neues Bündnis hergestellt, nämlich zwischen dem Papst und dem Frankenkönig. Der Papst erfüllt die wichtige Aufgabe, für die nötige Legitimation zu sorgen, und die neuen Herrscher der fränkischen Dynastie, die zeigen sich dann auch wohlwollend gegenüber dem Papst. Und diese Legitimation findet auch einen symbolischen Ausdruck, nämlich in der Salbung der Könige. Diese Salbung geht auf einen im Alten Testament überlieferten Ritus zurück, wonach die Könige eben durch die Tempelpriester eben gesalbt werden. Und Pippin selbst wird dann auch der Titel Schutzherr der Römer verliehen. Und Papst Leo III., das ist dann nachher derjenige übrigens, der den Karl zum Kaiser krönt, der vertieft dieses Bündnis nochmal auf eine ganz besondere Art, die aus total pragmatischen Gründen eigentlich entsteht. Papst Leo III. Ist nämlich aus der Stadt verjagt und geblendet worden durch einen Aufstand innerhalb Roms. Das war im Jahr 799. Ein Jahr später wird Karl der Große ja dann auch zum Kaiser gekrönt. Und wohin flüchtet Papst Leo III.? Nun ja, er flüchtet zu dem westlichen Herrscher, von dem er sich auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe erhoffen kann, nämlich an den Hof Karls des Großen nach Paderborn. Und Karl, der ja bereits 768 die Langobarden geschlagen hat und selbst eben auch diesen Titel
Rex Langobardorum eben führt. Der möchte gerne hier auch so ein bisschen die Rolle des Aussöhners übernehmen und lädt also auch die, diese römische Machtelite, die für den Überfall auf Papst Leo III. Verantwortlich war, nach Paderborn ein. Es kommt dort aber tatsächlich nicht zur Aussöhnung, sondern die Fronten bleiben erstmal ungeklärt und oder beziehungsweise der Konflikt kann nicht beigelegt werden. Und Karl entschließt sich dann, Papst Leo III. Mit bewaffnetem Schutz nach Rom zurückzuschicken und folgt dann auch später, um sich eben der Einsetzung von Papst Leo III. Wieder zu vergewissern. Und es gibt unterschiedliche Annahmen darüber, wie jetzt genau diese Kaiserkrönung ausgehandelt wurde. Es wird vermutet, dass diese Kaiserkrönung bereits in Paderborn ausgehandelt worden ist. Weil einfach natürlich die Salbung des Herrschers, die Legitimation durch den Papst auch eine gewisse Tradition ja bei den Karolingern hatte, wie ich ja eben dargelegt habe. Und außerdem, weil mit der Salbung zum Kaiser natürlich auch nochmal ein ganz anderer Machtanspruch, einfach nochmal eine ganz andere Geltung verbunden ist. Jetzt fragt sich der eine oder andere, nun ja, also wie kann es denn eigentlich sein, dass der Papst dann hier den Frankenkönig zum römischen Kaiser macht, also am Weihnachtsfest im Jahre 800 im Petersdom geschieht das ja. Mit welcher Legitimation macht er das? Macht das der Papst, weil der Anführer der Christenheit ist? Nun ja, teilweise. Also der Papst ist natürlich das Oberhaupt der katholischen Kirche, der Kirche, die prägend ist für die damalige Bevölkerung eben, die auf dem Gebiet des Weströmischen Reiches lebt. Aber er ist außerdem im Besitz der konstantinischen Schenkungsurkunde, die ihm ja gewissermaßen das gesamte Westreich geschenkt hat. Oder in dieser Urkunde wird ja behauptet, in Anführungszeichen, ich erkläre das noch gleich, wird ja behauptet, dass Kaiser Konstantin Papst Silvester dem I. 315 das gesamte Westreich geschenkt hat. Und es stellte sich natürlich, ich sage deswegen behauptet, weil sich nachher herausstellte, dass diese Urkunde eine Fälschung aus dem Jahr 800 ist. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagen kann, ja, vielleicht ist es doch noch nicht so in Paderborn ausgehandelt worden oder es ist ausgehandelt worden und der Papst sagte ja schon mal hier, ne, wir haben da so eine Urkunde von Kaiser Konstantin, die besagt halt das und das und das. Und dann ist der Papst zurück und hat dann halt auf seiner Rückreise diese Urkunde da halt eben ausfertigen oder beziehungsweise dann diese Fälschung in Auftrag gegeben. Wenn ich jetzt sage, Urkunde ausfertigen lassen, klingt das ja, als wäre das irgendein offizielles Dokument, aber es ist ja eine Fälschung. Dass es eine Fälschung war, ist tatsächlich erstmal dann übrigens hieb- und stichfest im 15. Jahrhundert bestätigt worden. Interessanterweise tauchen da, der Name für Konstantinopel, der dort verwendet wurde, der war zu dieser Zeit gar nicht gebräuchlich. Ich glaube, dadurch ist das identifiziert worden, aber da begebe ich mich jetzt wieder auf unsicheres Terrain, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Fest steht allerdings halt, dass durch dieses Bündnis von Papst und Kaiser, also dass das auf einer, oder dass zumindest die Autorität des Papstes auch auf einer Fälschung beruht. Ne? Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, denn die meisten Herrscher der nachfolgenden Generation haben ja überhaupt keine Zweifel daran. Ne? Insofern, wenn wir das als bare Münze nehmen, können wir auch nicht hier von einer Renovatio Imperii sprechen, sondern müssen wir von einer Translatio Imperii sprechen, nämlich dass das Weströmische Kaiserreich übergeht auf die Familie der Karolinger, was hier vielleicht bei der Dynastie Chateauneuf auch der Fall wäre. Also vielleicht müssen wir hier nicht von einer Renovatio, sondern von einer Translatio sprechen. Ich sehe übrigens gerade im Hintergrund, wie hässlich mein Schriftzug ist. Das, was tatsächlich dann auch das Reich Karls, oder ich sag mal so, und das ist es ja tatsächlich dann schließlich auch, diese Verbindung zum Papsttum, die das Reich Karls des Großen überdauert. Jeder Herrscher des Heiligen Römischen Reiches begibt sich eigentlich, oder fast jeder, begibt sich nach Italien, um sich dort die Krone vom Papst aufsetzen zu lassen. Damit hat man auch eine ganz starke Verbindung zur Italienpolitik hergestellt, womit sich viele
Herrscher nördlich der Alpen keinerlei Gefallen tun, denn tatsächlich ist das relativ aufwendig und relativ konfliktträchtig immer. Diese ganzen italienischen Städte, die alle miteinander im Krieg liegen oder im Clinch liegen und die ständig irgendwie auch den Papst bedrohen und dann die ganzen Allianzen in der römischen Stadtgemeinschaft und sowas. Das sind alles Sachen, in die dann die späteren Kaiser hineingezogen werden, was ein unglaubliches Volumen an Investitionen verlangt und auch an Ressourcen verschlingt. So, und jetzt an der Stelle klappe ich mal hier mein Notizbuch zu und wie gesagt, wir haben jetzt was Neues. Neuer Spitzname, der Große. Na dann. Da ist übrigens hier mein Achievement. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt im Overlay. Also Dieter der Große. Der Große ist also ein Spitzname. Mhm. Okay. Gut. So, jetzt wollen wir uns mal die Nachfolge angucken. Zeig mir mal die Wahl. Wir haben 8 Kurfürsten. Das ist ganz interessant. Also es gibt hier ein Rangsystem. Rang 2, Rang 15, Rang 6, Rang 1. Das sind die Stimmen, also die auf die Kandidaten übertragen werden. Und dann könnten wir jetzt hier einen Kandidaten nominieren. Das ist aber wieder, das ist auch jetzt wieder das Rangsystem, ne? Der wäre Rang 16 oder was? Na, und Prinz Philipp wäre Rang 6 oder sowas. Ja, ne? Okay, aber wir nominieren natürlich hier unseren, wir nominieren natürlich unseren Sohn, ne? So. Titel mit eigener Nachfolge. Aha, interessant. Und dann, ne, dann ziehen die auch mit, ne? Ja, da ziehen die auch alle mit. Nur er wählt sich selbst. Unterstützung minus 45. Wobei mir das jetzt hier nicht so wirklich angezeigt wird, ne? Da steht jetzt irgendwie nicht so, ist jetzt irgendwie nicht so viel zu erkennen. Warum bist du eigentlich verwundet? Ich weiß jetzt auch nicht, was da genau wieder passiert ist im Hintergrund. Naja, fürchterlich. Okay. Können wir das hier auf Primogenitur eigentlich ändern? Da brauchen wir das Gesetz, ne? Für Großteilung auch, ne? Heraldik, ja, okay. Das kriegen wir auch noch hin. Halt noch nicht so schnell, aber das kriegen wir auch noch hin. Momentan haben wir nur einen Sohn, der eben dann auch die entsprechenden Königstitel halt erbt. Und soweit bin ich jetzt erstmal ganz glücklich. Wir können übrigens Herzog Landfried von Österreich vasalisieren, dann machen wir das doch auch. Und wir können noch Vasallen übertragen. Hildegard von Fulda an Herzog Gotzelow von Brabant. Dann tun wir das. Die ist eh nicht so wirklich hübsch. Und den Hasso können wir auch noch übertragen. Alles gut, machen wir auch gerne, ne? Wir haben noch Gefangene, die Lösegeld bringen können. Das müssen wir vielleicht mal gar nicht so unbedingt machen. Wir haben jetzt 14.000 Truppen. Wir haben 30 Dukaten an Einnahmen. Und sind damit jetzt erstmal das einzige richtige Kaiserreich halt hier in der Ecke, ne? Hier drüben, Breisgau. Was haben wir denn hier noch? Hier gab es einige, die schnell noch hier, wie zum Beispiel du, ne? Die sind noch schnell konvertiert. Und haben gedacht, sie kommen so noch davon vor ihrem dänischen Häuptling. Wir müssen jetzt auch gleich mal noch Kriegsgründe überprüfen. Das machen wir aber, glaube ich, nicht mehr in der heutigen Folge, weil wir sind jetzt bei 38 Minuten mit den Hintergrundinfos. Ja, also, boah, alter Schwede. Nee, alter Däne, muss ich sagen, ne? Ja, da haben wir noch eine Aufgabe, ne? Da würde ich doch gerne ein Königreich erobern, ne? Ja,
Angria, Westfalen, ja. Ostfalen. Wahnsinn, ne? De jure können wir ziemlich viele Grafschaften von ihm erobern, aber halt immer nur Grafschaften. Ne? Das ist ja unser Ding. Ne? Wir haben halt diesen Grafschaftskriegsgrund, ne? Und hier de jure Grafschaft, unsere Ansprüche. Wir müssten halt, glaube ich, das Königreich Friesland noch schaffen, ne? Damit wir da nochmal zusätzliche Ansprüche bekommen. Das ist sicherlich auch nochmal eine brauchbare Sache. Ja, und dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir hier das Reich mal langsam ein bisschen vereinheitlichen. Da gibt es nur gerade einen Moment, damit die Österreicher sich noch, Dankeschön, einmal uns anschließen können. Und jetzt müssen wir nachher noch, ja, Böhmen müssen wir auch noch bekommen. Ich fände es jetzt auch noch ganz schön, so ein bisschen dieses karolingische Reich nochmal herzustellen. Vielleicht schaffen wir das noch. Wir gucken mal, wie weit wir es noch treiben können. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch nicht Lust, hier aufzuhören. Ich finde es gerade echt viel zu spannend und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit euch hier jetzt im Heiligen Römischen Reich weiterspielen zu können. Freue mich einfach darüber, dass wir das geschafft haben und unserer Mission hier näher gekommen sind oder beziehungsweise sie ja erstmal abgeschlossen haben. So ganz ist unser Reich ja noch nicht vereinigt, insbesondere den Dänen müssen wir noch viele Gebiete wegnehmen und versuchen, dass wir da auch irgendwie gegen die Schweden bestehen, die momentan aber so gut wie gar keine Truppen haben. Weil die jetzt kein Häuptlingstum mehr sind wahrscheinlich, ne? Oder? Ist das... Nee, das kann es nicht sein. Tja, das ist eine interessante Nummer, ne? Interessant, interessant, interessant. Ja, da schauen wir mal. Also gegen Schweden müssen wir auf jeden Fall noch mit einigem rechnen. Westfrankenreich und Aquitanien übrigens auch. Haben wir gegen ihn auch de jure Grafschaften erobern. Ja, da haben wir auch diverse Gründe, ne? Merkwürdigerweise haben wir noch keinen Kriegsgrund, das Königreich Westfranken einfach so zu erobern, weil wir jetzt hier das Heilige Römische Reich gegründet haben. Aber wir sind ja das Heilige Römische Reich, wir sind nicht das Karolingerreich, ne? Auch wenn wir jetzt natürlich hier die Kaiserkrone Karls des Großen tragen, nach wie vor immer noch. Also ich habe das Exponat da in Aachen gesehen, es ist einfach ein unglaublicher Anblick, ne? Okay, also in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, sag ich, macht's gut und Pax Vobiscum. Valete.